Ihr habt gerade eben das Endergebnis vom heutigen Kochen-Video gesehen und kleiner Hinweis noch vorweg: Diese ganzen Kräuter, die wir hier schneiden, die braucht ihr gar nicht. Davon steht nichts im Rezept, nur wir haben so unglaublich viel davon, dass wir das jetzt überall mit verarbeiten. Im Rezept steht lediglich eine Knoblauchzehe drin, sowie ein paar kleine Minzeblättchen zum Garnieren des Gerichts. Und auch das mit den Knödeln als Beilage müsst ihr selbstverständlich nicht machen. Es ist euch überlassen, was ihr als Beilage dazu macht. Vielleicht schmeckt euch Reis dazu besser oder Nudeln. Wir haben uns hier eben für Knödel entschieden. Wir nehmen ca. 400 bis 500 Gramm Huhn für zwei Personen und alles andere sollte sich eigentlich aus dem Video raus ergeben. Das heißt, ihr könnt euch selber anhand des Videos ableiten, was da noch so alles reingehört. Viel Spaß mit dem Video. Und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute Curry, Kokos, Zimt, Huhn. Dafür haben wir schon mal Hähnchenfleisch klein geschnitten, Knoblauch, bisschen Minze, paar Blätter, was wir so an Kräuter im Garten hatten. Und dazu gibt es Knödel. Die quellen hier schon mal vor sich hin, denn die sollen quellen. Gewünschte Anzahl Knödel in einem Topf mit kaltem Wasser legen. Die Knödel müssen reichlich mit Wasser bedeckt sein, ca. 5 Minuten quellen lassen und dabei ab und zu umdrehen. Dann kommt Salz dazu, aufkochen, Salz dazu, im offenen Topf bei geringer Wärmezufuhr 15 Minuten ziehen lassen, gelegentlich umrühren. Und nebenher braten wir jetzt unsere Hähnchenbrustfilets an in der Pfanne mit wenig Öl. Das ist der Plan. Also ein bisschen Öl erhitzen und dann kommt das Hähnchen, Fleisch dazu, ca. 5 Minuten von allen Seiten braten bei mittlerer Hitze. So, die Knödel habe ich jetzt angeschaltet. Außerdem habe ich einen Deckel auf den Topf gemacht. Das seht ihr hier. Die sollen jetzt aufkochen. Dann kommt ein bisschen Salz dazu. So sieht das aus. Und gleichzeitig werde ich das Hähnchenfleisch anbraten. Circa 5 Minuten von allen Seiten in etwas Sonnenblumenöl. Und dann kommt der Knoblauch dazu, beziehungsweise die Kräuter. Und wir brauchen für dieses Rezept außerdem noch Kokosmilch. Maracuja-Saft und diverse Gewürze, die ich euch nachher noch nennen werde. So, die Knödel sehen inzwischen so aus. Sie sind angeschalten. Leider kocht da noch nichts. Das dauert noch ein bisschen. Dazu habe ich derweil 5 Minuten gebraten inzwischen circa und mühevoll umgedreht Stück für Stück,
so dass hier hoffentlich keine roten Stellen mehr zu sehen sind. Das Huhn sollte schon einigermaßen durchgebraten sein, circa 5 Minuten. Und dann stelle ich gleich die Hitze runter und dann kommt die Kräuter dazu, beziehungsweise der Knoblauch. So, das Fleisch sollte einigermaßen durch sein. Jetzt habe ich die Hitze stark reduziert und jetzt kommt der Knoblauch dazu und auch die Kräuter. Und dann warten wir mal ein bisschen ab, bis die Knödel fertig sind. So, Salz in die Knödel, eine Minute kochen lassen und da muss hier dringend Currypulver rein. So, nachdem alles drin ist, wird die Hitze jetzt wieder erhöht und wir löschen das Ganze gleich ab mit Kokosmilch und Maracuja-Saft. Bisschen Schmand kommt noch dazu. Hallo. Vier Esslöffel. Dann kommt noch Schmand dazu, circa 2 Esslöffel. Wobei ich glaube, am Schmand sollte man nicht sparen. Bisschen Kurkuma, nur eine Prise. So, die Knödel werden kurz abgeschreckt unter kaltem Wasser. Vielleicht sollte man das etwas länger machen, dann geht es vielleicht auch einfacher.